So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot Wedlock Challenge. Oh yeah, im letzten Part haben wir die MSN betreten. Und wir werden jetzt weiter die MSN betreten, indem wir weitere Schritte in sie hineingehen. Huh, der Gantelmann, da möchte bestimmt... Es sieht ungefähr so aus. Nein, er möchte uns nichts dergleichen verraten. So, ein bisschen lauter macht. Ich hatte nämlich gerade ganz kurz keine Musik gehört. So, der Trainer hier, da ein Angler ist. Schau, der ein bisschen Land gezogen habe, meinst du mich? Wenn ja, ey, du hast mich nicht an Land gezogen. Wenn, dann habe ich dich an Land gezogen. Das war voll der starke Konter oder so. Das ist genauso wie, das machen so viele in meinem Freundeskreis. Und ich denke mir immer so, ja, schön, wo ist die Schlagfertigkeit? Und dann fühlen sie sich immer so schlagfertig. Vor allem hier, ne, der tolle Igel, der kann das besonders gut. Die sagen dann nämlich immer, wenn du irgendwas sagst, zum Beispiel, ey, du bist voll doof. Und dann kommt, ey, dein Gesicht ist voll doof. Ey, du hast das eine, das war echt kacke von dir. Dein Gesicht ist echt kacke von dir. Und so weiter. Das ist immer so, da fühlt man sich so richtig schön schlagfertig überlegen. Aber ja, das ist halt der tolle Igel-Niveau, ne? Was will man da machen? Der ist sowieso, der riecht doch nicht gut. Aber davon mal abgesehen. Goldini hat den Kampf geschickt. Konfusion! Und das ist super effective. Nein, das ist nicht, aber es war ein Critical Hit. Schön. Und Ryan räumt hier ab. Und die Tentacher können nichts reißen. Denn sie sind nach einer Konfusion nicht down. Denn überlebt natürlich eine Attacke. Das wollte ich damit gesagt haben. Das ist ja wohl. Ihr müsst mich auch mal ausreden lassen. Ne, ist ja nicht so, als auf jeden Fall ist er jetzt down. Und wir sind alle die fröhlichsten Menschen der Welt dadurch, dass er down ist. Und er kriegt 382 Erfahrungspunkte. Okay. Das war's für mich. Tschüss. Interessant, was er so sagt. Und ein Gentleman, der bestimmt möchte bestimmt auch kämpfen mit Fukano. Der Wettstreit mit der Jugend hält mich jung. Ja, ja. Dann streite mal weiter mit der Jugend um deine Jugend und setz Fukano ein gegen meinen. Nein, Pikachu kommt. Oh. Gut, das ist auch sehr effektiv gegen uns, aber das ist uns egal, Alter. Denn Ryan ist sowieso zu stark für ihn. Nee, ernsthaft, mit Donnerschock wird er uns nicht allzu viel Schaden machen. Und dass wir schneller sind, war abzusehen. Er setzt nur nicht mal eine Elektroattacke ein. Ein Volltreffer, so ein süßer Schlag aber auch. Gut, und die Konfusion knockt Pika, Pika! Tierisch aus. 400 Dry Erfahrungspunkte und Ryan Level Up. Ryan erreicht Level 27. Fühlt sich gleich jünger. Warum schreist du dann so? Also, weil er sich so jung fühlt, schreit er. Ich verstehe. I see. Gut, nächste Kabine. Und wir wechseln mal den Ryan aus. Der hat nämlich gerade ein Level-Up halten. Das heißt, er muss nicht unbedingt ein weiteres Level-Up bekommen. Huh, bald haben wir einen Razzaf. Habe ich das erwähnt? Ja, habe ich. Hi. Ich habe schon Lust über Pokémon Bar. Pokémon können Büsche mit Zerschneider klein hacken. Aber vergiss nicht, Zerschneider ist eine Fremde. Wer sie einmal gelernt hat, kann sie nicht so einfach wieder vergessen. Huh, da hast du wohl vollkommen recht. Da sollte ich wohl nochmal 8 geben. Aber wir haben eh noch nicht Zerschneider. Das kriegen wir ja gleich erst. Oh mein Gott. Wo warst du, wo die Party lief? Als die Party lief. Kennen wir uns? Ach so, ich weiß schon. Wieder mal eine von Red 150 Affären. Red, du bist doch ein schlimmer Finger. Auf jeden Fall werde ich jetzt Light Flame in den Kampf schicken und mit ihm Glut einsetzen. Das Radfratz wird überleben. Wahnsinn. Und es wird Hyperzahn attackieren. Eine Attacke, die ich schön finde, aber habe ich ja bereits etwas zu gesagt. Superzahn halte ich allerdings für praktischer, da es immer die Hälfte abzieht. So kann man auch Pokémon, gegen die man eigentlich nichts Effektives gut Schaden machen. Und hat im Competitive sogar teilweise seine Existenzberechtigung, die Attacke. Wunderbar, wie ich immer genau so schlage, dass der Gegner gerade so überlebt. Na gut, das kann mich die Statik sowieso nicht mehr treffen, weil ich bin bereits geparat. Kratzer! Dim. Pikachu wurde voll besiegt. Und Olivia ist down. Mach langsam, ist ja gut. Ich sag ja, Red ist halt, ne? Der Red kann nicht langsam machen. Jetzt kommt Anne und boxt den Gentleman. Hi Gantelmann, ich komme von der Seite. Was machst du lieber, starke oder seltene Pokémon? Deine Mutter würde Red jetzt antworten, aber wir sind ja nicht... Also doch, wir sind Red, aber... Wir reden ja für uns und jetzt kommt Fukano. Nicht gut, dein Bedroher senkt unseren Angriff. Aber ich denke, das sollte ja trotzdem über die Hälfte abziehen. Jupp, das tut es. Lass deinen Silberblick. Ich möchte hier nicht wieder solche Aktionen wie... Oh, guck mal, ein Volltreffer. Oh, guck mal, ein Rucksack. Oh, guck mal, tot. Wie bei Glenn. Ich muss ehrlich sagen, bei Glenn
es ist zwar immer scheiße, wenn in der Nuzlocke ein Pokémon stirbt, aber bei Glenn war es jetzt nicht so mega hart. A, sie hat sowieso nichts gemacht eigentlich die ganze Zeit. Wir haben sie nie onscreen gesehen. Und B, ja, hatten wir nicht so wirklich die enge Bindung zu ihr. Schade war es trotzdem, aber dennoch. Ich zieh meinen Hut vor dir. Hast du Safari-Zone Fuchs eine Stunde besucht? Es gibt dort seltene Pokémon, das ist ja schön. Mein Papa war mit in der Safari-Zone, das war aufregend. Und weiter geht's. Oh, sieh mal an, Streit. Wir gehen dazwischen. Oh, es hilft nichts. Der Kapitän war kreidebleich, er sah schlecht aus. Viele Leute werden leicht seekrank. Wie dein Gesicht zum Beispiel. Hoho, ein Mario-Konter. Okay, wir gehen lieber mal hier oben nochmal kurz nach hinten und schlafen in dem Bett. Hi, Puppe, lauf mich mal ins Bett. Ach so, nee. Du siehst müde aus, komm, ruh dich kurz aus. Okay, dankeschön. Yay. Schön, dass alles erholt und aufgefrischt ist. Ja, ist klar. Schwein. Und weg geht's hier. Hallo, Matrose. Denn wer das Spiel kennt, also ungefähr zwei von euch, wissen, jetzt kommt was. Sieh an, Red. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Red hat man dich tatsächlich eingeladen. Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 4 Milliarden Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt davon. Versuch dein Glück im hohen Gras. Dankeschön, Red. Ohne dich wäre ich niemals darauf gekommen, dass Pokémon im Gras leben könnten. Tauboga! Ich hätte vielleicht mal... Ja, richtig. Gucken sollen, was ich vorne habe. Das gefällt mir nämlich jetzt schon direkt nicht. Karateschlag. Schaffst du schon, Anne. Schafft sie schon. Anne kann das. Karateschlag, sage ich doch. Anne erhält ganz schön viele Erfahrungspunkte. Ja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass ich natürlich auch noch das Kick-Kuck-Blop gucken sollte, was wir... Oh Gott, ey, jetzt kommt da noch Kadabra. Nun gut, wohl oder übel werden wir da wohl weil Ryan einsetzen. Einfach weil Kadabra hat einen ziemlich guten Spezialangriff. Scheiß Dev, aber einen guten Spezialangriff. Das möchte ich dann doch nicht so ganz riskieren, ehrlich gesagt. Genauigkeit von Ryan sinkt. Ja, super. Tackle sollte ein bisschen... Wow, seht ihr, das meine ich. Guck mal, wie viel Schaden das gemacht hat, obwohl Smetbo so einen richtig schlechten Angriff hat. Und ich meine, es ist Tackle. Na gut, wir sind ein paar Level höher als er, dennoch. Genauigkeit von Ryan sinkt. Würdest du es bitte lassen? Oh, er lässt es. Okay. Weil er jetzt down ist. Ryan und Anna erhalten Erfahrungspunkte. Radikal! Oh ja, radikal. Zu diesem Pokémon gibt es eine ganz besondere Geschichte. Allerdings werde ich die noch nicht erzählen. Ich werde es euch bei einem der nächsten... Dafür, dass seine Genauigkeit so oft gesenkt wurde, trifft er ganz schön oft, übrigens, wenn man nebenbei erwähnt. Ich werde die Geschichte von Greens Radikal erzählen, wenn wir das nächste Mal gegen ihn kämpfen. Das würde jetzt etwas vorwegnehmen und ja, dann ist der... Oh mein Gott, what the fuck? Moment, weg. Vor allem für die von euch, die das Spiel noch nicht kennen. Als ob es da Leute geben würde. Naja, also ob es Leute geben würde. Jetzt mal ganz im Ernst. Wer guckt dieses Spiel hier gerade? Pokémon Feuerrot. Und hat vorher noch nie Blattgrün, Feuerrot, Rot, Grün oder Blau oder wie auch immer. Wer hat noch nie diese Remakes hier gespielt oder die Originalversion? Würde mich jetzt echt mal interessieren, ob es da wirklich jemanden gibt, der Pokémon guckt, weil er nichts davon kennt. Ich kann es mir nicht vorstellen, deswegen. Spieler besiegt Rivale Green. Mist, naja, wenigstens jetzt du deine Pokémon. Ja, siehst du mal. Siehst du, so schlecht ist er doch gar nicht. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein, aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du sollst den alten Mann besuchen. Ciao. Okay, Hauptmann. Na? Geht's nicht gut? Red massiert Kapitän den Rücken, indem er in den Fuß tritt. Mit dem Fuß in den Rücken tritt. Rubbelschrupp. Ferkel. Genau du, der gerade in den Kommentar schreibst. Ah, ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Genau, nimm einfach das hier. Damit bringst du deinen Pokémon den Umgang mit Zerschneider ganz leicht bei. Red erhält Volume 1. Wenn du den Zerschneider einsetzt, kannst du kleine Bäume fällen. Probier es doch mal bei den Bäumen in Orania City aus. Guck mal, der hat ein Logbuch. Tausend natürliche Hausmittel gegen Seekrankheit. Der Kapitän liest dieses Buch.
Das sind ganz schön viele natürliche Heilmittel. Wir haben auf jeden Fall die Schneider-TM-VM erhalten. Und da wir sie brauchen, werde ich sie direkt mal beibringen. Und zwar einfach Marie. Ich präferiere Schlafpuder. Deswegen würde ich die Stachelsporen vergessen lassen. Sorry. But we need this HM. Ich habe übrigens sehr viele Hinweise von euch bekommen bezüglich Geowatts Entwicklung, also wie man Geowatts weiterentwickelt. Hier, also ich weiß natürlich, wie sich Geowatts entwickelt per Tausch, also das war mir natürlich klar, ne? Also an alle Helden, die mir gesagt haben, dass sich das per Tausch entwickelt. So war das nicht gemeint, das ist schon klar, aber wie ich das hinkriege, hier jetzt entsprechend zu tauschen. Ich werde das mal am Ende dieses Parts ausprobieren. Ich wollte es eigentlich schon jetzt ausprobieren, aber das ging schlecht auf der MSN, deswegen werde ich es im nächsten Part, beziehungsweise ja, doch, im nächsten Part werde ich ausprobieren, wie das so funktioniert. Oder ob es funktioniert, das wäre toll, dann haben wir nämlich ein Geowatz, habe ich schon gesagt. Und Geowatz ist ein wundertolles Pokémon. Auch eins meiner Favorites. Mal wieder, ich weiß. Viele haben gefragt, ich soll doch mal eine Pokémon-Favorite-Liste machen. Ich glaube, das mache ich mal demnächst. Ich habe sowas schon mal auf Facebook gemacht, allerdings ist diese Liste natürlich wiederum veraltet. Weil manchmal kommt es vor, dass sich ein paar davon ja abwechseln. Nicht häufig, aber ab und zu kommt das auch mal vor. Und dann ist wieder alles im Arsch. Und die Leute wundern sich, ey, und ich wundere mich auch. Gut, auf jeden Fall haben wir Supertränke ohne Ende. Boah, wie krass. Und ich denke mal, es ist kein Geheimnis, wenn ich euch verrate, wer die nächste Arena rocken wird. Selbstverständlich, Cosma. Wer auch sonst, in der Elektro-Arena brauchen wir natürlich einen Flug-Pokémon wie Cosma vollends. Deswegen werden wir Cosma jetzt auch trainieren. Nein, werden wir nicht. Aber natürlich ist Manfreds große Stunde jetzt gekommen. Los, Marie, mach mal weg hier. Marie, zerschneide es und sauber kein Honig. Und ab in die dritte Arena. Ach, ich fühle mich gerade toll zurückerinnert an unsere Blattgrün-Together. Hey, warte, du Champion in Spee, Major Popper, deinen Spitznamen nennt ihn, den blitzschnellen Arenaleiter. Er ist Experte für Elektro-Pokémon, Flug- und Wasser-Pokémon, sein Telefuß ausgeliefert, der nutzt doch gern Paralyse. Major Popper ist sehr vorsichtig, du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Muss ich das? Was, wenn ich keinen Bock darauf habe? Da Ryan sowieso das hier rocken wird und absolut keine Gefahr ist, kann ich es jetzt auch egal, da muss ich ihn jetzt nicht extra, Ryan sage ich schon, Manfred, werde ich ihm jetzt hier auch extra nicht ein paar Level-Ups geben. Ich werde gut und gerne die anderen jetzt noch hier trainieren lassen. Bald haben wir dann, wie gesagt, auch endlich einen Razaf. Ja, ich weiß, ich habe das schon 150.000 Mal gesagt, aber daran könnt ihr nun mal abmessen, wie freue ich mich tun. Wie sehr ich mich darauf freue, wollte ich natürlich sagen. Denn Razaf ist schön. Und Razaf ist einer der besten Darkrai-Counter. Ja, Razaf hat nämlich die tolle Fähigkeit, dass er nicht einschlafen kann. Das heißt, wenn er Darkrai gegenübersteht und Darkrai denkt sich so, hahaha, Schlummerort, trolloloi, dann macht Razaf einfach schneller, ich kann nicht einpennen und macht dann eine sehr effektive Kampfattacke, die Darkrai zu einer hohen Wahrscheinlichkeit one-hittet. Damit habe ich schon einige Darkrais überrascht und jedes Mal ist mein Gegner ausgeflippt. Das sind dann so die schönen Momente. Und am besten noch ein Walschall drauf, dann ist es vermutlich sogar sowieso schneller, wenn Darkrai nicht ebenfalls einträgt. Ich bin ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich Profi. Eine Herausforderung von Mechaniker Alfred ist ein Voltoball. Und Voltoball kriegt jetzt voll von Marie auf die 12. Moment, Voltoball. Nee. Lass mal deinen Mann ran. Lass mal deinen Mann, Manfred ran. Warum? Because of Explosion, beziehungsweise Finale. Oh, da habe ich jetzt nämlich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Haha, wie es keine Wirkung hat. Voll der Dummkopf, ey. Kreideschrei. Schrei mir nicht ins Ohr, Mann, das tut doch weh. Manfred, Intensität 10. Das ist hart. Wir wurden übrigens in unserer Saphir-Nuzlocke auch schon mal von einer Intensität 10 getroffen und haben daraufhin ein Pokémon verloren. Unser lieber Goggy war das nämlich, der Opfer von Intensität 10 wurde. Und Magnemite! Hallöchen, Magnemite! Du kannst ebenso wenig machen. Du kannst deinen Ultraschall benutzen. Dann machst du immer 20 Schaden. Aber dazu wird es die bekommen, denn das ist vierfach effektiv. Ich bin 5 Level höher als du entwickelt. Da habe ich höhere Werte und bumm. Magnetilo ist down. Natürlich haben nicht immer entwickelte Pokémon höhere Werte. Es kommt natürlich immer auch darauf an, auf was man trifft. Hi, Typi. Du wirst jetzt aber von Marie geplättet. Major Popper, mein Ausbilder. Ja, dann kann ja nichts werden aus deiner Karriere.
Oder wap, 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 Pikachu, Pikachu, bestimmt ein hohes Level, weil er nur eins hat. Oh ja. Nun gut, ich werde dich besäuren. Und du mich bedonnerwählen. Ach Gott, why? I don't like this. I really don't like this. Säure. Nom, nom, nom. Schön. Und nochmal. Also wie gesagt, ich denke mal, es ist kein Geheimnis, welches Paar ich benutzen werde, um gegen den wunderbaren Major Bob anzutreten. Stopp, du bist zu gut. Das ist toll erkannt. Verkannt. Dam, da da dam. Ich werde jetzt Marie auch nicht heilen, weil ich, wie gesagt, nicht damit rechne. Pass auf, ey, ich krieg gleich voll die Quittung dafür. Dass Manfred hier verliert. So, jetzt wollen wir erst dieses dämliche Rätsel lösen. Ich hasse es. Hey, hier ist dein Hebel versteckt. Okay, nochmal von vorne. Übrigens, viele haben nicht verstanden, was das bringt, die Option von Wechsel auf Folge zu stellen. Das heißt nicht, dass jetzt hier die Reihenfolge der Pokémon immer durchgewechselt wird in einem Kampf. Nein, das heißt einfach nur, dass ich nicht nach jedem Pokémon, was ich besiege, gefragt werde. Der Gegner setzt jetzt das und das ein. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Ja, nein. Das habe ich allerdings auch im ersten Part erklärt, aber einige scheinen es nicht verstanden zu haben. Deswegen jetzt nochmal die Erklärung, die ich gerade abgegeben habe. Toll, oder bin ich nicht nett? Ja, manchmal, aber nicht immer. So, hey, hier ist dein Hebel versteckt. Betätige ihn. Oh, sehr schön. Nur zwei Versuche. Das ist gut. Früher ist auch schon mal vorgekommen, dass ich hier zu lange gebraucht habe. Hey, Katie, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine große Chance, so viel ist sicher. Lass mich dir was erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meinen Gegner mit Strom paralysiert. Das klingt brutal. Das gleiche steht dir nun bevor. Das denk ich nicht, du Arsch. Gesicht. Jupp, schick mal deinen Voltoball in den Kampf. Wir haben, wie gesagt, Manfred draußen. Ah, der wird den jetzt sowas von niedermähen. Ja, Ultraschall. Ein Ultraschall. Das Einzige, was er, wie gesagt, machen kann. Oh, Tag sieht 5. Das ist nicht mal gut. Das ist sogar schlecht. Ja, wer hätte es gedacht. Aber reicht natürlich aus. Manfred erhält ein Level up. Level 27. Und als nächstes kommt Pika Pikachu. Sein letztes Pokémon müsste dann Magneton sein. Ja, dum dum. Ich bin jetzt vielleicht doch ein bisschen über seinem Level. Habe ich ein bisschen falsch abgeschätzt. I'm sorry, aber glaubt mir, wenn man 6 Pokémon gleichzeitig trainiert, so wie wir das machen, wird sich das relativ schnell wieder aushebeln. Spätestens, wenn wir in Lavandia sind, sollten die Gegner wieder auf unserem Niveau sein, etwa. Wobei, ja, guck mal, 24, so viel höher sind wir gar nicht. Nee, doch, war schon okay. War okay. Auf jeden Fall kommt jetzt Raichu, nicht Magneton. Ich habe mich geirrt. Oh mein Gott! Intensität 5. Ja, Manfred, ne? Also, pff. Du darfst gerne auch mehr machen. Nicht, dass Raichu hier mit Eisenschweif oder so Spaß ankommt. Nein, Tsugi. Ich find das übrigens eine gute Idee. Sie hätten dem Pikachu und dem Raichu hier Eisenschweif geben sollen. Dann wäre es nämlich noch etwas schwerer gewesen, ihn zu besiegen. Selbst mit Stein-Pokémon wenigstens ein kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Nicht wirklich viel schwerer, weil Pikachu und Raichu wird auch nicht so den Mega-Angriff haben und wobei, geht eigentlich. Es geht. Der Unterschied zwischen Spezialangriff und Angriff ist nicht so hoch wie bei anderen. Sagen wir mal so. Aber Manfred, also Kleinstein, Georock und so weiter, hat eine extreme Verteidigung. Das hätte deswegen auch nicht so viel gebracht, aber immerhin ein bisschen. Du weißt, wie man kämpft, Kitty. Als Auszeichen verleihe ich dir den Donnerorden. Oh mein Gott, jetzt kann ich mir Döner kaufen gehen. Ich sagte Donnerorden, nicht Dönerorden, habe ich doch gesagt. Was? Der Donnerorden hört die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderes Kind. Nimm das hier. Red erhält Schockwelle. Die Attacke, die wir nicht gesehen haben. Das ist Schockwelle. Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ja, und Elektro-Pokémon ist ziemlich deutlich, weil von denen hier kann das sicher keiner. Außer Anne vielleicht. Aber Anne werde ich es bestimmt nicht beibringen. Schauen wir doch mal. Schockwelle. Nee, das kann nicht mal Anne lernen, aber Anne kann Donnerblitz lernen, das weiß ich. Also Rasaf kann Donnerblitz lernen, aber ebenfalls würde ich nicht zu raten, ist eine relativ beschissene Entscheidung, das zu tun. Du kannst den Zerschneider übrigens hier einsetzen, wusstet ihr das schon? Ja, ja, sehr schön, oder? Gut, dann wollen wir doch mal schauen, wie unser wunderbares Team aufgebaut ist. Wir sortieren das einfach mal nach Pairing, weil wegen ist so. So, Marie und Lightflame hängen ein bisschen nach vom Level, aber das ist ja nicht so schlimm. Oh, was ist das denn? Oh, hallo Red, wie geht es dir? Ich bin es, einer von Professor Eichs Assistenten. Hast du bereits einen anderen Assistent getroffen? Er hat ein Paket von Professor Eich für dich, Red. Er sagt, er sucht dich bei Route 2, Red. Wenn du bei Route 2 bist, halte nach ihm Ausschau. Brrr, das war doch der Typ, der am Ende der Diktahöhle da rumeierte. Naja, auf jeden Fall willkommen im Pokémon Center.
denn ihr wollt nichts dafür haben. Ja, 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 die arme Schwester Joyce. Dank deiner Puppe wieder topfit. Komm jederzeit wieder. Ja, weißt du, die haben 40 Jahre da Medizin studiert, 40 vor allem. Und dann kommt eine Maschine und ruiniert alles, was sie je getan haben und heilt alles automatisch. Gut, Leute, ich würde aber sagen, bevor wir uns auf den Weg machen zur Geisterstadt Lavandia, unserem nächsten Halt, beziehungsweise erstmal im Felstunnel, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, mache ich hier einen schnittigen Schnitt und ich werde versuchen, die tolle Geowarts-Entwicklung herbeizuführen. Das heißt, im nächsten Part starten wir entweder mit einem tollen Geowarts oder es hat nicht geklappt und wir behalten Georock bis ans Ende der Tage. Wir werden es sehen, Leute. Seid gespannt. Ich sag erstmal bis zum nächsten Part von Pokémon Feuerrot Wedlock Challenge. Bis dahin. Ciao.